Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, der Tag nach der Pharalorde. Mit dabei wie immer die Xyra und Tour. Hallo. Und der Avolacho. Moin, moin. Moin. Ich sehe jetzt auch gerade mal den Garten. Der ist voll knuffig. Der ist schön, ne? Mhm. Ja. Ja, finde ich auch. Ja, der ist so richtig so ein heimeliger Garten. Ja. So, ich habe jetzt Kaffee, der verbraucht werden kann, weil der Kaffee in der Essenskiste kann jetzt verbraucht werden. Mhm. Tee und die rote Blume, das habe ich jetzt so untereinander gepackt, dass man weiß, das sind die Sachen, die verbraucht werden können. Mhm. Und Blaubeeren pflanze ich jetzt draußen noch welche an. Ja, ich gucke, dass ich hier irgendwo einen Hirsch oder Schwein finde. Ja. Haben wir jetzt schon alles repariert hinten? Ich meine, dass draußen eigentlich alles heil ist. Wieder alles gut sein, ja. Cool. Also kannst du nochmal nachgucken irgendwie. Vielleicht ist nicht jeder Block jetzt hundertprozentig irgendwie so. Da, wo der Stacheldraht drauf liegt, konnte ich gerade nicht, weil man würde erstmal den... Nee. Wusstet ihr, dass man den Stacheldraht reparieren kann? Also mit Forged Iron halt, ne? Aber kostet wahrscheinlich richtig viel, aber es geht. Naja. Bin ich total überrascht. Reparieren kannst du alles. Du kannst halt nur, das ist auch dumm, weil die mitunter durch den Stacheldraht irgendwie darunter Beschädigungen anrichten. Genau. Und was da drunter ist, kannst du nicht reparieren. Das habe ich festgestellt. Deshalb ja, noch minimal angeschlagen, aber es sind ja keine tragenden Blöcke da an der Stelle. Nö, das ist auch ehrlich gesagt gute Blöcke. Ansonsten habe ich die Blöcke, die frei waren, habe ich gleich zweimal aufgewertet als optische Kennzeichnung. Vorsicht, Stacheldrahtblock, ne? So. Hatten wir ja mal gesagt. Warum habe ich jetzt immer noch Kaffee in der Tasche? Ich depp. So, endlich kann ich hier... So. Hier ist alles ausgestorben. Zack, zack. Moped nehmen und ein bisschen weiterfahren und gucken oder so? Ja, ich wollte jetzt, damit ich das Benzin jetzt nicht für die Jagd irgendwie Das wollte ich jetzt eigentlich gerne zu Fuß gehen, damit wir dann später auch wirklich mal ein bisschen weiterfahren können. Da hast du recht. Ich mach mal mit. Ich gehe auch mal vor die Tür und guck mal. Oh, vielleicht hast Fleisch, du ja mehr Glück. Weil ich esse ja auch gerade und. Jetzt bringt mir die dusselige Schwester diese Blutungsbinden mit, weißt du, jetzt wo wir haben. Hat sie die ganze Zeit nicht gemacht, aber jetzt wo wir es haben, da bringt es mit die Alte. So, in welche Richtung bist du gelaufen, Xyra? Ihr könnt auch nochmal nach Südosten. Ach ja. Ach, du bist schon so weit. Ihr könnt auch tatsächlich nochmal nach Nestern Ausschau halten, weil wir Eier brauchen können. Ja. Ja, okay. Dann laufe ich nach nach Westen. So. Und so ein bisschen so Richtung Nordwesten. Mal gucken, was wir hier so finden. Und bei der Gelegenheit könnte ich eigentlich gleich mal ein paar Bäume fällen, die herum oxidieren. Ja, ich pflück nebenbei ein paar gelbe Blüten. Und Kartoffelchen haben wir wieder. Wie schön. Warum ist das Wasser da oben? So. Ich bin eine Biene. Mal wieder. An dieser Stelle übrigens mal einen lieben Gruß an den Bad in Trouble. Guck mal, so langweilig kann das sein, wenn mit Baumfällen, wenn du nicht da bist. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. So. Wasser haben wir jetzt auch erstmal genug. Na, hoffentlich hat er jetzt auch genug Anstand, ein schlechtes Gewissen zu haben. Der soll ja gar kein schlechtes Gewissen haben. Das weiß er ja auch. Das ist ja das Problem. Ich mag ihn da momentan ja gar nicht mal eins machen. Das wäre auch nicht richtig. Beim Soste haben wir noch genug rum, ne? 600 Stück oder sowas, ja. Du hattest ja irgendwie 400 produziert und gesagt, ich soll auch nochmal irgendwie machen. Allerdings weiß ich nicht, was du mit den Rampen willst, weil du wolltest doch Shingles herstellen fürs Dach, oder? Ja, ja. Da habe ich zu spät dran gedacht. Weshalb, weil die 500 Grams, keine Ahnung, ob du die von innen vielleicht unterbringen kannst dann, ne, zum Verkleiden. Ja, sonst verkleiden. Ja, ja, dann brauchen wir es auch noch. Ansonsten verfeuern wir es halt. Ja, oder man könnte, wow, man könnte die von innen, ne, dann wahrscheinlich gegensetzen, die Dreiecke. Ja,
Du machst es ja E2-ladig auf die Art und Weise, ne? Wie viel Lehm haben wir eigentlich? Weil ich habe da nämlich noch andere schöne Sachen gesehen. Im Keller sind in der Kiste, glaube ich, alle ein bisschen Lehm. Ansonsten haben wir nicht so viel. Oder was? Wollen wir die Schaufel schnappen und. Ich glaube, ich habe sonst eine Schaufel dabei. Ich kann noch ja, was besorgen. Wie gesagt, du kannst ja. Lehm ist ja unheimlich schnell geschippt. Kostet ja gar keine Ausdauer mehr. Ich habe noch nicht ein Tier gesehen. Oh. Bell hat einen Bären gefunden. Nee, einen Baum. Ach so. Das ist, ich dachte mir, ich guck mal nach, wie das wäre, wenn er da wäre. Ja, so fühlt sich das an. Ich kriege mich besser selber gekillt, als jemand anders mich. Das, ich kriege es immer noch selbst am besten. Das aber Nicole versucht mittlerweile anhand deiner Reaktion rauszufinden, welches Gefahrenpotenzial bei dir ist. Ja, ja. So sieht das aus. Eigentlich suche ich doch Hirsche. Was ist denn das da? Ich habe einen Zombie gefunden, aber kein Hirsch. So, ich habe jetzt einen Hirsch. Ich habe einen Zombie gefunden, der einfach stumpf gegen einen Baum rennt. Also ja. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt zu der Intelligenz dieser Wesen äußern. Weißt du, es gibt Menschen, die wollen mit dem Kopf durch die Wand und der Zombie, der möchte halt mit dem Kopf durch den Baum. Oh gut. Das reicht. Jetzt kann ich sie viel besser verstehen, wenn du das so beschreibst. Ich laufe doch falsch. Ich laufe doch schon wieder in Richtung Sur. Ich muss doch Richtung Westen. Wo bin ich überhaupt? So, ja. Was brauche ich denn? Jetzt muss ich doch mal schauen. Na nö. Wo gibt's denn hier was? Ich kann einen Landclaim-Block herstellen? Wusste ich gar nicht. So. Rein. Da hätten wir die normalen Jingles. Jetzt ist meinem Typen doch schon wieder warm hier. Oh, mit hier. Konkret. Okay, bleiben wir bei den Jingles. Ja, die Erfolgsrate lässt hier zu wünschen übrig. Ich sehe auch weit und breit nichts. Oh, ein Ei. Okay. Oh, man kann ja den Gable-Jingle wiederherstellen. Den was? Den kleinen. Wie den kleinen? Obwohl, gibt's auch einen großen? Warte mal. Ja, nee, das ist, wenn du die Spitze nicht genau mittig hast, was ja, wenn du mit ungeraden Zahlen arbeitest, so wie ich das mache, hast du ja nie die Spitze direkt drin. Und dann hat das ja oben immer so einen flachen Bereich. Ach so, ja. Und da gab es nochmal, wie die Pyramide, halt nur länger gezwungen. Das sieht so aus, als könnte man den wieder herstellen. Das finde ich sehr schön. Machen wir voll die Zahler. Ich verstehe eh nicht so recht, warum man nicht einfach alle Blöcke, die im Kreativmodus sind, auch so herstellen kann. Vor allen Dingen mit diesen, nachdem sie das Loot-System, das Crafting-System ja komplett neu gemacht haben. Vorher musstest du ja da Minecraft-mäßig halt ein bestimmtes Muster legen. Seitdem wäre das doch jetzt ein leichtes, einfach zu sagen, hier, so und so viel Material kostet das, kannst du jeden Block herstellen aus dem Kreativmenü. Ne? Würde ich auch schon. Sehr schön finden. Wenn das eigentlich möglich wäre. Schnell gemacht, ne? Irgendwie so von der Idee her. Ich habe noch eine lilane Batterie gefunden. Sind im verbrannten Biom Hunde oder nicht? Es kann schon mal vorkommen, dass da einer ist, ja. Achso. Schwein. Das nehme ich aber auch gerne. Oh, Schwein muss man haben. Wir haben übrigens gleich kein Holz mehr. Vor der Tür steht ganz viel rum. Doch so viel? Ja, also draußen stehen massiv Bäume. Dann werde ich mal. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 8700 Holz auch mal eben in der Zeit eben kurz eingesammelt. Ja, das ist doch super. Bone-Shift. Da habe ich doch schon wieder was vergessen hier. Aber ich bin halt gerade nicht da. Sonst. Ist doch kein Problem. Ja. Oh. Ein Baum hat man uns vor der Hütte weggeschlagen. Der ist nicht mehr da. Pflanze ich gleich mal neu. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Eigentlich müsste man auch, wenn die Bäume irgendwo drauf fallen,
dass das entsprechend auch beschädigt wird. Theoretisch. So wie jetzt ja. Zum Beispiel, wo sie mir auf die Spikes drauf fallen. Weil da müsste man noch mehr gucken, dass man die Bäume auch in die richtige Richtung schlägt. Kann man das beeinflussen? Nicht ja. Wirklich, finde ich. Also wenn die am Berg leicht am Hang stehen, dann fallen die eigentlich auch immer den Hang runter. Wow. Das ist, ja, schon beinahe normal. Aber so insgesamt kannst du das schon beeinflussen, weil der normalerweise halt immer in die Richtung fällt, in die du schlägst. Okay. Na toll, ich bin infiziert. Aber okay, gut, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch Honig zu Hause und bestimmt auch ein Blutdruck. Ja, ist alles da. Infiziert und verbrannt. Blöder verbrannter Zombie. Ja, man hat es nicht leicht. Ja. Oh, eine Straße im verbrannten Biom. Und wo führt denn der Weg hin hier? So. Versuche bei der Gelegenheit gleich mal Vogelnester mitzunehmen. Wobei ich da wahrscheinlich auch sehr viel übersehe gerade. Also wie gesagt, die beiden Bäume am Eingang bitte nicht fällen. Ja, nee. Haben wir die versehentlich weggenommen? Wer will denn jetzt was von mir? Was ist das? Das ist aber... Ist das Goro? Ist das Goros Lache? Das ist doch Goros Lache, oder? Das kann doch nur Goros Lache sein. Nee, das ist nicht Goro. Das war, ist es dieser Hund, dieser Comic-Hund? Auch nicht. Ja. Das war auf... in der Radiostation war das mal jemand gewesen. Der sollte... ein Buch und eine Messe in Zusammenhang bringen. Und die Messe, oder das Buch hieß Die schwarze Wegfahrsperre, so ist richtig, und die Messe hieß, oder war unter dem Motto, und ein Tusch für Wilhelm Busch. Mhm. Und er hat angefangen schon zu lachen, also richtig zu lachen, wie er den Buchtitel gehört hat. Und wie er dann auch vorgelesen hat, dass das unter dem Motto, und ein Tusch für Wilhelm Busch, da hat er sich nicht mal eingekriegt. Und diese 10 Sekunden Ansage hat 3,5 Minuten gedauert. Wie geil. Der saß da und sagte, wer schreibt mir so eine Texte, ich will nicht mehr, ich sitze in meiner eigenen Rotze und so ein Scheiß, und war durchgehend am Geiern wie ein Bescheuerten. Und das habe ich mir dann aufgenommen und als Klingelton zusammengeschnitten. So geil. Das Schöne daran ist, ich glaube, das hatten wir auch schon vor Urzeiten schon mal gehabt, Belkwein. Das Schöne daran ist, dass ich einen der brummigsten Menschen, der wirklich nie am Lachen war, großartig, wo ich in der LWL gearbeitet habe, der hat den Klingelton gehört und war am Grinsen. Schön. Ja, das ist. Immerhin, das Grinsen auch, ist ja für manche dann schon das höchste der Gefühle. Ne? Ja. Ja, gut, der hat aber auch, ich sag mal so, der hat quasi von Schmerzen gelebt. Dass der nicht wirklich was zu lachen hatte, war klar. Alles klar. Mhm. Aber auch so, wenn ich in eine Geschäfte bin und das Ding geht mal los, normalerweise ist das ja wirklich nervig. Ne? Dann klingelt so ein Handy und irgend so ein Song ist da am Eiern. Nur wenn mein Handy klingelt, dann lachen alle mit. Das finde ich gut. Ja, kann ich verstehen. So, verbranntes Biom ist gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, Nester, und ab und zu sieht man mal ein Schwein, aber ich habe auch Asphalttiere gefunden, Xyra, ich tröste dich. Ja, verbranntes Biom und Wüste sind, das ist dafür ja genial, ne? Ja. Ich gehe dann auch nochmal ins Verbrannte. Wenn du da mal eine offene Ruine triffst, manche haben ja messingfarbene Wasserhähne, die erkennt man jetzt auch sehr gut, die sind so quietschgelb. Ja. Einmal direkt mitnehmen, bitte. Jo. Da ist das zerstörte Biom sehr gut für. Haben wir doch, glaube ich, auch in der Nähe, ne? So, ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ja. Ich habe jetzt meinen zweiten Hirsch erlegt. Wenn du da in die Ruinen dran gehst, hast du dann wirklich ziemlich oft die Gebäude, wo eben diese Messingwasserhähne dran sind. Mit der Spitzhacke 2-3 Schläge, glaube ich. Ach komm, wir machen mal einen Screenshot hier. Verbrannter Zombie und ich. Mein Baum hat eine Pirouette gemacht. Ich sollte auch die Knarre lachen. Oh Mann, ey. Das hätte aber in die Hose gehen können. Aber bist du genauso schlau wie ich? Ich vergesse öfter mal meine Waffe zu laden, wenn ich schießen will. Leute, das solltet ihr lassen. Der Zombie fand das lustig. Ja, der Zombie. Wie ist das denn jetzt passiert?
Das willst du nicht wissen. Das ist, ich krieg D-Abos für sowas. So, für sowas krieg ich D-Abos. Ich nehme jetzt mal ein Moped und hole mir meine Sachen wieder. Also es fing damit an, dass ich mir gesagt habe, hey, ich habe eine Magnum, da kommt ein verbrannter Zombie auf mich zu. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, mal eben kurz Screenshots zu machen. Sieht bestimmt gut aus. Also, ja. Dann stand ich direkt vor diesem verbrannten Zombie, habe die UI ausgeblendet, wollte aus dem Handgelenk schießen und stell fest, nicht durchgeladen. Das ist schon mal blöd. Ist es sinnvoll, auf einen Bären mit einer Rifle zu schießen oder... Ja, wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwo kurz hochzugehen. Weil du brauchst trotzdem ein paar Schuss. Nicht Woodframes. Nee, du solltest dir, wenn du im zerstörten Biom bist, kurz mit Woodframes auf eins dieser zerstörten Gebäude draufbauen. Und dann die Woodframes natürlich wieder abnehmen. Nur nicht hier runterfallen. Beim paar Schuss brauchst du auch mit der Rifle. Und du am besten wirklich den Kopf treffen, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, weil ansonsten, ich gebe mir Mühe. Kannst du dich doof und dusselig schießen. Ich lege jetzt, wo fällt da vorne Bäume? Ich lege jetzt erstmal meinen Schlafsack um. Ich habe mein Schlafsack ist auch noch da hinten, fällt mir gerade an. Jo, du, einfach mal sterben, kannst du gleich mitnehmen. Das ist so. Ich sehe jetzt ja nur seinen Arsch, weil ich von oben runter schieße, aber in meinem Bild oben sicher. Oh nee, oh, da stirbt jetzt ein Kaninchen bei uns vor der Haustür an dem Stacheldraht. Oh, und das schreit ganz erbärmlich. Los? Kann ich nicht. Nein. Oh, das war unangenehm. Das hat wirklich unangenehm. Ich komme zu dir, sag mir, wo es ist. Ich nehme das Fleisch mit. Außerdem hat es auch ein bisschen Hide. Was arme Ding, ey. So, wo bist du denn? Du hättest im Eingang. Ist es, wirst du finden. Ah, okay. Ich glaube, ich bin gerade über ein Nest gelaufen. So. Hallo, Kaninchen? Ah, da ist es ja. Ja, heute gibt's kein Nickelfleisch, ne? Ding. Ja, das wird Big Bunny Man gar nicht freuen. Aber da können wir nichts für. Hast du gesehen, ne? Das ist da reingelaufen. Das wollte nicht mehr. Ich hab doch einen Zuschauer, der hat ein Kaninchen als Avatar. Der haut mir hier gerade den Stein unter meinen Füßen gut, aber weg, der scheiß Bär. Deswegen sagte ich ja, du sollst dich auf so ein Gebäude ruhig draufbauen. Ja, ich war noch nicht im ich bin ja nicht im verbrannten Biom. Achso. Ja, nicht im verbrannten. Ich dachte, du wärst im zerstörten. Im zerstörten? Nee, bin ich alles nicht. Bin ich alles nicht? Ja. Okay, 22% Benzin ist jetzt nicht so jetzt viel, stirb. Aber es wird also wohl so noch reichen. Ich Angst. Bis zu meinem Rucksack wird es wohl noch reichen, die 22% Benzin. Ja. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis da drauf geht. Und vor allen Dingen, wenn du nicht den Kopf drückst, ne? Dann dauert es gleich mal dreimal so lang. Oh, scheiße. Aber jetzt muss ich das hier durchziehen. Mhm. Schöne Muni, okay. Ach, vielleicht beruhigt er sich ja irgendwann wieder. Ja, er ist tot. Hirsch. So, hoffentlich lohnt sich das jetzt auch vom Fleisch her. Geht so. Ja, 7 Fleisch und 13 Hide, wenn ich mich irre. Kommt darauf an, ob du das mit dem Knochenmesser machst oder mit dem Metallmesser. Stimmt, das Metallmesser bringt mehr, ne? So. Also ich habe jetzt 7 oder 8 Stück gekriegt. 7 oder 8 Fleisch. So, ich habe noch einen Hirsch erwischt. So. Ja, Bär mache ich jetzt auch nicht nochmal. Warum? Ging doch gut, oder nicht? Ja, aber das war echt viel Money, die dabei raufgegangen ist. Wie viel hast du denn überhaupt? Kann ich dir nicht sagen, weil ich habe vorher nicht drauf geguckt. So, irgendwo hier muss ich liegen. Musst du mal Schießübungen machen, dass du mal auf deinen Kopf triffst. Der Kopf, der war ja nicht sichtbar. Der war ja unterm Stein. Na sowas. Den hat er ja ganz geschickt versteckt. Der weiß halt, wie er sich schützen kann. Ja. Sugarbär. Ja. Das war ein Erklärbär. Ein Balu. Ein Balu. Oh. Ich habe ein Ei gefunden. Ah, das ist gut. Ja, jetzt können wir uns bestimmt schon zwei... Da war ich ja schon. Zwei Blaubeerkuchen machen. Hier war noch ein Hirsch eben. Wo ist der denn hin? Ich habe ein Ei gefunden. Hier war doch eben ein Hirsch. Wo ist denn der Hirsch?
Und noch eins. So macht das Spaß. Ich bin auch voll. Ich muss erstmal nach Hause. Es hat so keinen Sinn. So. Ach, echt unnötig. Wieder auf. Wie man so unnötig, ja, mich schon öfter mal 10 Rainers verloren. Ich wollte gerade sagen, selten, und dann war ich am Überlegen und dann dachte ich mir, nee, das stimmt jetzt auch nicht so richtig. Also ich habe schon lange keine Rainers mehr verloren. Das stimmt allerdings. Wo du recht hast? Oh, Zombie. Sag doch was. So, ich fahre jetzt hier mal zum Auto, weil ich brauche Benzin. Ich habe nämlich leider keins mit. Aber ich kann ja hier mit der Wrench direkt am Fahrzeug. Ja, das mache ich zwischendurch auch immer. Bin noch ein bisschen Benzin organisiert. Benzin herstellen lohnt sich gar nicht. Das ist so wahnsinnig teuer. So, ich bin infiziert. Die Zombies ist hier, die sagen nichts mehr. Oh, echt? Ja, das war wieder so ein stiller Zombie. Ich wusste, dass da einer ist, von wegen Kapsel, aber ich wusste nicht, dass es zwei sind. Ja, okay, das ist schwierig dann. So. So. Haben wir denn eine Antibiotika? Ich wäre schon direkt um die Ecke. Honig haben wir garantiert. Musst du gucken. Ja. In den Honig haben wir ganz viel. Und Antibiotika haben wir garantiert auch, aber Honig reicht ja. Von ich muss unbedingt tatsächlich meinen Dingens umlegen. Ah, noch eine Kreuzung. Oh, und der Wald, der wird ja langsam dicht. Ja, ja, wir haben so viele Bäume. Wie gesagt, ich habe vorhin 100, 180 Samen ausgesetzt. Syra, möchtest du jetzt? Nein. Ja, dieser blöde Hund. Die Lache, die Lache passt uns aber richtig gut gerade. Die passt jetzt aber richtig. Nein, ich habe noch eine kleine Stadt gefunden, ne? Glaub, Hunde! Nee. Wo echt? Auch mehrere? Ja. Ich weiß nicht, und Biene und Tod. Ach nö. Wieso denn jetzt Bienen und Hunde? Weiß ich auch nicht. Könntest du dich mal kurz um den Hund kümmern, dass ich an meinem Rucksack drankomme? Ja, ich bin... Das ist irgendwo vorm Eingang. Ja, dann fahre ich eben zurück. Sekunde. Ach so, ich dachte, du wärst zu Hause. Einer ist zu Hause, dachte ich. Ich bin gar nicht da. Ja, ich bin zu Hause. Könntest du dich dann mal kurz dort, dann nehme ich jetzt direkt mal einen Schlafsack. Ich dachte, du bist unterwegs. Mensch, ich komme raus. Nee, das ist irgendwo... Ja, ich würde das eher durch ein Fenster machen, weil der Hund böse. Ich habe noch, ja, hab noch eine kleine Stadt gefunden. Aber ich habe keine Wellness verloren. So, und dann könntest du aus meinem Rucksack, wenn du den da siehst, mal ein Stack Holz rausnehmen. Erstmal muss hier ein bisschen aufgeräumt werden. Aber das mit dem Hund und Biene, das habe ich jetzt ja gar nicht verstanden. Ich meine, die Biene, okay, vielleicht noch von der Nacht zurückgeblieben, aber der Hund? Ja, es kann immer mal welche auftauchen, aber ist schon ein bisschen... Schon komisch, ne? So, der Hund ist schon mal weg. Ja, nimm bitte zwei Stackholz raus. So. Hier höre ich doch auch noch was. Aber ich sehe es von hier aus. Ich muss einmal raus ansonsten. Oder ich gehe nach oben drauf. Du hörst dann aber, sagst du? Ja, ich höre was, aber ich konnte durchs Fenster nicht sehen, wo da jemand ist. Das ist Brandy. Ich will mal was gucken. Ich weiß noch gerade nicht, wo der ist. Nee, nicht in die Familie. Mir hatte mal jemand mehrfach geschrieben in den... Dass in den Pools, man findet ja ab und zu Häuser mit Swimmingpools, dass in den Pools immer ein Safe ist. Da konnte ich jetzt keinen sehen, aber da liegt eine Leiche hinten drin. Ich glaube, meinen Safe hätte man mir geschrieben. Aber da liegt eine Leiche drin und, was ist denn das für ein Haus? Und ein Rucksack. Ach, wow. Die sind hier direkt am Eingang alles draufgegangen.
Ja, die habe ich schon durchs Fenster erschossen, aber ach, der eine hier, der will einfach nicht. Und der dreht sich einfach nur, sodass man auch nicht headshotten kann. Wo ist denn der? Unter mir. Ach, direkt unter dir. Gut, dann. Jetzt kommt ihr wieder angelaufen hier. Das ist ein Fenrir. Boah, das ist verlaufen. Ich kenne das nur aus der Stadt, dass da öfter mal Ferals ankommen. Ne? Also die können auch wohl vereinzelt so spawnen, aber ich glaube... Ja, aber guck mal, das sind, das von der Dingens her ist das, als wenn wir die von der Horde noch Reste hätten. Hm. Weil das ist Ferry-Zombie, das ist ein Brandy, das sind Hunde, das sind Bienen. Ja, wer weiß. So. So, dann hole ich mir ein paar Freunde und bügel mich dann noch einmal rüber. Ach, das ist das. Minibike-Buch. Okay, das scrappe ich dann, ne? Ja. Obwohl, nee, nee, das scrappe ich nicht. Ja, ich lese es, ja, genau. So. So, weiter so, ausräumen. Oh, wir sind bei 25 Minuten. Schon mal wieder? Ja, schon wieder. Stell ich gerade fest. Denn, räume ich jetzt trotzdem weiter aus, aber... Ah, du könntest mal kurz mit rauskommen. So zum Looten. Ich habe doch keinen Platz mehr. Ja, ich bin auch fast voll. Also ich hoffe denn, dass da nicht so viel ist. Ich habe noch ein Erste-Hilfe-Buch gefunden. Das bringe ich mit. Das kenne ich schon. Das wollte ich jetzt aber nicht einfach nochmal lesen. Das wäre ja blöd. Ne? Da so. Für Fest-Ad-Kids. Ja, aber... Verabschieden wir uns. Erst mal am Ende der Folge. Bis zur nächsten Folge dann, ne? Genau. Ach, jetzt komme ich da nicht mal ran. Aber ignorier uns nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Letztes Wort. Tschüss.